Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier in TSW Nummer 5. Wir rasen heute London entgegen in total typisch britischen Wetter, würde ich mal sagen. Ich habe mal so einen Regensturm ausgewählt. Ich mag es ja ab und zu ein bisschen im Regen zu fahren oder generell mal ein bisschen Wetter zu haben. Und da habe ich mir gedacht, machen wir so einen richtigen Regensturm an, so ein Sommergewitter. Ich glaube, ich habe Juni oder Juli eingestellt. Was ich schon mal sehr cool finde, sind die beiden Scheibenwischer, die hier so miteinander agieren. Gefällt mir schon mal richtig gut. Insgesamt das... Der Führerstand ist interessant. Sieht fast altmodisch aus mit dem Tachometer hier und so. Ich glaube, sind die Züge relativ neu oder sind die älter? Ich weiß es gar nicht, wie alt die sind. Sehen hier vorne auf jeden Fall im Führerstand schon ein bisschen abgenutzt aus. Was ich hier immer sehr gerne mag. So, eine Schneebremse brauchen wir in dem Wetter gerade noch nicht. Stimmt, der hat ja immer, ist dann immer am Maulen hier, muss den mal einmal zurücksetzen mit Q. AWS auf so, DSD auf normal. So, das ist an, AWS ist an, sonst wäre die Dings nicht an. Dann haben wir Speed Supervision an. Und DSD sollte eigentlich auch an sein. Hat der letzte Mal mit dem anderen, mit dem Overground-Zug nicht so ganz funktioniert. Machen wir die Türen einmal auf. Der Zug kommt, glaube ich, schon aus Birmingham. Es gibt auch so ein paar Züge, die tatsächlich aus Manchester kommen, aber der ist in Birmingham gestartet. Ich glaube, Manchester ist ja dann noch weiter da hinten. Wir sollten dem mal richtiges Licht anschalten. Wo auch man immer auch das schon wieder macht. Vielleicht hier auf dem Display sogar. Ist auch cool, dass wir, glaube ich, das Display so ein bisschen auch bedienen können. Meine ich, Train Systems? Oder auch nicht? Ich dachte, wir können hier rumspielen. Ich nehme alles zurück, man kann ja doch nicht rumspielen. Okay. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich das Licht korrekt anmachen. Wir haben noch eine Minute bis zur Abfahrt. Dann kann ich noch ein bisschen suchen. War das hier oben? Ja, hier versteckt sich das. Wir fahren ja am Tage, auch wenn schlechtes Wetter ist. Ich glaube, so eine schlechte Wetterabstellung gibt es nicht. Tagsicherung? Nee, wir nehmen Tagfahrt, genau. Warten noch eine Minute, machen schon mal zu. Beziehungsweise eine Sekunde, besser gesagt. Und dürfen 125 km/h fahren. Okay, wir müssen dann immer noch mal bestätigen mit Q. Das ist interessant. So, dann wollen wir uns mal in Bewegung setzen. Lösen die Bremse aus. Und schalten mal so zwei Stufen nach vorne ein und gucken, ob sich hier was tut. Jawohl, er will losfahren. Nicht so viel bei dem Wetter hier beschleunigen. So, langsam anrollen. Eine Stufe können wir noch mehr. Und mit 125 mph sind wir dann, glaube ich, schon auf unserer Höchstgeschwindigkeit heute, die wir Richtung London fahren. 200 km/h. Ungefähr. Also so typische Intercity-Geschwindigkeit, würde ich sagen. Wir können uns unseren Avanti West Coast Zug hier auch mal von außen angucken. Der Sound ist schon mal cool. Der gefällt mir. Passt. Und Güterverkehr. Sehr schön. Natürlich mit der Classic C6. Habe ich letzte Folge schon mal angesprochen, dass ich gerne eine weitere britische Güterlok hätte. Würde mich zumindest freuen. Wir halten übrigens tatsächlich noch um Whitford Junction. Ach cool, da muss ich dran denken. Ich hätte jetzt gedacht, wir fahren bis London Euston durch. Aber cool, dass wir nochmal halten. Das heißt, es ist mal 30 Meilen bis Whitford Junction. Ich meine, die Strecke ist auch gar nicht so kurz. Wir sind letztes Mal ja nur bis Whitford Junction gefahren. Und das sind jetzt nochmal 30 Meilen bis dahin, ne? Also, kurz ist da wirklich nicht die Strecke. Ja, wir sind, das ist Whitford Junction, wo wir letztes Mal nur hingefahren sind. Also, wir haben einen ganz schön großen Abschnitt, den wir letztes Mal gar nicht befahren sind. Gut, hätte ich vielleicht keinen Regen anstellen sollen, weil ich dachte, das wäre gar nicht mehr so weit von Whitford Junction bis darüber. Aber ist es doch noch. Aber dann kann man wenigstens wirklich ein bisschen Highspeed hier fahren. Hat der eigentlich sowas wie ein Tempomat hier? Ja, ich bin da. Temporäre Neigung. Der tiltet auch. Das ist so ein Neigungs... Der hat ein bisschen Neigetechnik auf jeden Fall an Bord. Können wir ja gleich mal in der Kurve überprüfen. Ob der sich so ein bisschen in die Kurve neigt. Und wir haben da hinten zwei gelbe Signale. Da ist irgendwas vor uns, glaube ich.
Oh, die Fahrt wird interessant, habe ich das Gefühl. Ich finde aber auch die Regeneffekte auf den Scheiben, die machen schon jetzt echt was her, ne? Früher waren die so meh. Aber mittlerweile finde ich das echt cool, im Regen zu fahren, deswegen auch. Ich finde, das ist, sorgt für eine deutlich bessere Atmosphäre, wenn man da der Regen sich realistisch von der Scheibe bewegt, möchte ich mal sagen. So von der Scheibe abperlt oder nach oben geschleudert wird durch die Fliehkräfte. Also wir werden normale Fahrt machen, dann auch ohne Regen, denke ich. Ich hatte auf ein bisschen Gewitter gehofft, aber irgendwie... Ja. Ich habe auch Sommer eingestellt. Es kann gut sein, dass wir bis London wieder schönes Wetter haben. Das war eigentlich mein Ziel. Also im Regensturm zu starten und in London dann wieder schönes Wetter zu haben. Aber ich bin mal gespannt, was das dynamische Wetter macht. Das finde ich ja immer noch eine Sache, die bisher eigentlich nur Tramsim konnte. Bei Tramsim konntest du einstellen, ich will den Wetterwechsel haben. Also ich starte in der Sonne und ich würde gerne, dass es dann wechselt zu Regen. Oder andersrum in unserem Fall hier. Das war schon ziemlich cool. Gibt's aber in keinem anderen Simulator. Aber in Tramsim gab es das damals. Fand ich cool. Aber der hatte auch ein dynamisches Wetter, bevor er das TSW hatte. Müssten wir eigentlich auch mal wieder spielen, Tramsim. Einfach nur so eine Runde fahren. So, wir sind ein bisschen sehr schnell. Gehen mal raus. Wir haben ja auch irgendwie Speed Control hier an. Das heißt, der wird uns auch irgendwann wahrscheinlich automatisch runterbremsen. Gehen mal so Stufe 2 rein, denke ich mal. Oh, da sehen wir ein rotes Signal. Das ist, das heißt, vielleicht müssen wir gleich mal runterbremsen. Ich gehe nehme die Leistung schon mal raus. Und das wird auch nicht grün, ne? So wie es aussieht. Wir machen es mal richtig, weil offiziell wissen wir ja noch gar nichts von diesem roten Signal. Das würden wir ja eigentlich erst erfahren ab dem Signal danach. Ne? Jetzt sind wir noch auf Fahrt. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt gleich umschlägt. Zack. Nee, ach guck mal. Also irgendwie wird auch nicht so der Weg so super freigeschaltet. Seht ihr das so rechts oben? Nun gut. Also solange es reicht. Also ich brauche mir keine Sorgen machen. Das scheint TSW zu sein, dass der einfach nicht so viele Streckenblöcke uns freigibt. Aber vielleicht ist die Realität auch so, dass der tatsächlich nur so zwei, drei Streckenblöcke nach vorne freigibt in UK. Keine Ahnung, wie die das machen. So, 23 Meilen noch bis Bedford Junction. Und wir gucken uns mal den Tilting-Zug hier an. Neigetechnik. Sehr cool. Aber da muss ich auch wieder sagen, wesentlich bessere Streckenauswahl als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir nur eine reine Highspeed-Strecke. Mehr oder weniger. Für Großbritannien. Und das gefällt mir einfach wesentlich besser. Man hat hier einen Part, wo man wirklich schnell fährt. Und man hat halt eine Endstation in London. Und das ist einfach ein cooles Konzept. Ne? Natürlich wäre es noch schöner gewesen von Großstadt, von Birmingham, von Großstadt zu Großstadt nach London. Aber das Konzept von auf dem Lande in die Großstadt finde ich eigentlich auch ganz cool. Meilen noch bis Bedford Junction. Das Wetter bleibt typisch britisch. Wenigstens funktioniert das AWS. Man hört das nämlich. Aber kann auch sein, dass ich das letzte Folge irgendwie ausgeschaltet habe oder so. Jetzt schaltet er uns tatsächlich mehr nach vorne frei. Mehr Blöcke. Ein ziemlich verregneter, ich glaube, Junitag habe ich hier eingestellt. TSW
tendiert ja im Sommer eher zu Sonnenschein, was das dynamische Wetter angeht. Im Herbst und Frühling eher zu Regen, glaube ich. Meine ich, oder im Frühling auch zu Sonnenschein. Ich weiß es gar nicht. Im Herbst auf jeden Fall eher zu Regen. Und im Winter auch, glaube ich, eher zu Schnee. So kann man es so ein bisschen beeinflussen. Hat es gerade geblitzt? Weiß ich gar nicht. Meine schon. Aber hier scheint er eher zu richtig Unwetter zu tendieren. Wahrscheinlich fahren wir einfach mit der Wolkenfront hier mit. Ich glaube, in London wird das Wetter nicht besser aussehen. Aber da muss man immer wieder sagen, wettertechnisch und grafiktechnisch halt der schönste Zugsimulator, ne? Finden wir auch diese Spiegelung auf dem Bahnsteig und so gerade. Der nasse Bahnsteig, das sieht schon verdammt gut aus. Deswegen fahre ich halt auch gerne mit ein bisschen Wetter, weil die Effekte halt wirklich schön sind. Und immer in Friede, Freude, Sonnenschein ist auch doof. Meilen bis Bedford. Komm, noch ein bisschen aufschalten hier. Also hier hast du auch, also du bist wirklich lange schnell, was mir gefällt. Also es ist wirklich, ich glaube, ich bin schon mal ein paar Meter mit dem gefahren. Oder sind wir jetzt 62 Kilometer gefahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, ich bin schon mal, ich weiß gar nicht, wann bin ich mit dem schon mal gefahren? Ich meine, ich bin für mich selber schon ein bisschen TSU5 gefahren. Vorher, als ich es bekommen habe, direkt in die Hände. Weil ich gedacht, nimmst du jetzt auf? Nee, jetzt machst du erstmal, drehst du aber für die selber eine Runde. Das ist schon toll, wenn man da vorher drankommt an das Spiel. Das ist schon, ja. So, jetzt haben wir wieder gelb und rot vor der Nase, aber ich denke, wir sollten uns immer noch keine Sorgen machen. Das ist wieder wie gerade eben. Effekt, nächste Kurve und wir schauen uns mal wieder ein bisschen die Neigetechnik an. Ich finde aber, sie ist dezenter als beim T zum Beispiel, ne? Neigt er sich überhaupt oder habe ich mir davor nur eingebildet? Vielleicht ist auch die Kurvenradius nicht groß genug, aber Tilting sollte an sein. Irgendwo steht das doch hier. Temporäre Neigung normal. Isolated. Isolated dürfte aus sein. Nee, der sollte. Also ich glaube, der neigt sich ja so leicht. Like. Hier sehen wir es nochmal. Ich glaube, ja. Wir müssen mal gucken, ob er sich gleich aufrichtet nach der Kurve. Daran sieht man das mal ganz gut. Das ist zu schnell. Oh, haben wir gerade eine. Ich glaube, wir haben gerade eine Zwangsel gekriegt, weil wir zu schnell waren. Aber ich will jetzt noch einmal sehen, ob er sich aufrüstet. Das finde ich wichtig. Ja, wir waren zu schnell. Bremst er uns jetzt ganz bis zum Stillstand, weil wir zu schnell waren? Ne, wir sind in der Schnellbremsung. Okay. Daran könnte es natürlich auch liegen. Ja, er hat sich, glaube ich, ein bisschen aufgerichtet. Oder? Ich habe jetzt in der Sekunde genau nicht drauf geachtet, müsst ihr mal sagen. So. Haben wir jetzt, ich glaube, wir müssten jetzt einmal zum Stehen kommen oder löst sich die Schnellbremsung automatisch? Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade Mist gebaut. Es kommt wieder davon, wenn man sich das außen angucken will. Die Außenkamera, mein Fluch. Aber er löst aus. Man merkt das schon, die Bremskraft lässt nach. Er löst aus, das heißt, wir können gleich wieder aufschalten. Es dauert halt nur ein bisschen, ne? Natürlich komme ich hier wieder fast im Tunnel zum Stehen.
Warum bremst du denn immer noch? Ich hab doch eigentlich... Du müsstest doch eigentlich auslösen. Jetzt bremst er mich wieder extrem hier rein. Und natürlich komme ich mitten im Tunnel zum Stehen. Es gibt nichts Sicheres für Züge. Aber die Geräusche sind cool. Ne? Tf, tf. So, jetzt geht's aber wieder vorwärts. 8 Minuten noch, dann sollen wir in Redford Junction sein. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, dass hier viel Verkehr auf der Strecke liegt. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie zu viel Verspätung aufbauen auf dem schnellen Part der Strecke, kann es sehr gut sein, dass dann irgendwann Richtung London uns ein Regionalzug vor der Nase rumdümpelt. Deswegen wäre es vielleicht gar nicht so doof, einigermaßen pünktlich Richtung London zu kommen. Alter, das Wetter wird und wird nicht besser. Na, dann werde ich wohl... Wenn ich in London bin und auf meinen nächsten Zug warte, als Lokführer bei Avanti, keinen Ausflug in die Stadt machen. Bei dem Wetter ja nicht. Ja, die ist die, ich bin da. Die ist die, ja, das britische SIFA-Pendant. Also, es ist die britische SIFA. Und AWS ist übrigens das System, was uns hier immer einen Ton von sich gibt, wenn wir über Magneten fahren. Und man muss es bestätigen, wenn man über einen Magneten fährt und das Signal vor einem nicht auf grün steht. Ist halt wirklich ein interessantes und gutes Konzept, wenn man irgendwie ein Video macht, weil man hört direkt, wenn es Dirt macht, dann heißt es bestätigen und dann kommt gleich irgendwie gelb oder rot. Da kann man ein bisschen entspannter fahren als PZB in Deutschland zum Beispiel, finde ich. Weil man wird akustisch nochmal vorgewarnt, wenn man sich hier festquatscht. So, 9,4 Meilen noch, dann sind wir angekommen in Redford Junction. Wollen wir so ein bisschen vielleicht die Kamera nach oben schieben. Können wir so ein bisschen hier rausgucken. Da kommt eine weitere Stromleitung. Und 7,8 Meilen. Da müssen wir halt wirklich dran denken. Ich habe richtig Angst, dass wir da dran vorbeikacheln. Wir bremsen halt mit 200 einen Bahnhof an. Das ist schon interessant. Und ich erinnere mich noch an den britischen Schnellzug auf der East Coast Mainline. Also, da bin ich an jeden Bahnhof vorbeigekachelt. Der hat aber auch gebremst wie ein Sack Schrauben. Mal gucken, ob der besser bremst. Kann aber auch gut sein, dass der genauso schlecht bremst. Das heißt, wir sollten irgendwie 2 Meilen auf jeden Fall vorher mal so eine kleine Bremsprobe machen. Wenn wir dann merken, okay, der bremst gut, können wir immer noch die Bremse wieder ein bisschen lösen. Vor allem bei dem Wetter kann es ja auch mal zu Radschlupf kommen. So, ist das so ein Redford Junction da vorne, der blaue Punkt? Nee, 3 Meilen. Das kann ja nicht sein, das ist noch nicht der Bahnhof. Der kommt erst danach. Redford Junction, ja, der Bahnhof, wo wir letztes Mal geendet sind, mit dem Overground-Zug.
Und da hinten haben wir wieder Halt. Aber ich glaube, das ist wieder nur so ein Anzeigebug. Es sei denn, es steht jetzt vor uns was im Bahnhof. Das kann natürlich sein. So, 3,6. Ich hatte 2 Meilen gesagt, ne? Wo wir mal ans Bremsen denken und mal so eine kleine Bremsprobe machen. Wir müssen den Bahnhof ja dann rechts oben auch auf der Anzeige sehen. Da ist ja wieder so ein blauer Abschnitt dann. Wir haben noch 3 Meilen drauf, das heißt, er sollte jetzt, genau, da ist er. Redford Junction, jetzt sehen wir ihn rechts oben auf der Distanzanzeige. Auf der Timeline, wie ich es nenne. Was ist los? Was ist los? Wollte gerade sagen. Oder war das jetzt eine Warnung, weil wir da halten? Das wäre interessant gewesen. Warnt er uns jetzt schon, dass wir zu spät bremsen? 2,4 Meilen vorher? Oder war es jetzt wegen 110? Das kann natürlich auch sein, dass er wegen 110 gemeckert hat. Weil wir zu schnell waren. Ach, wir hatten, glaub, sind glaube ich... Hat er uns gerade runtergebremst wegen 110? Wäre zumindest ein intelligentes System. So, 1,8, wir bremsen mal rein. Jetzt sind wir nämlich schon bei 1,7 Meilen. Und ich will mal gucken, wie gut der bremst. Aber bremst in Ordnung, kriegen wir hin. Alles gut, gerade kurze Bremsprobe, jetzt räumen wir noch mit 100 mph. Müssen wir denken, dass es mph sind, ne? Das mit 60 anfangen, im Bahnhof reinzukacheln, das wird nichts. Da brauchen wir schon unsere 30 ungefähr. 30 mph. So, wir gehen mal wieder in Stufe 1. Stufe 2. Habe ich nicht gesagt, mit 60 wird das nichts am Bahnsteig anfangen? Ja, lieber Lavan. Da kommt die Schnellbremse. Ich kann Schnellzüge nicht bremsen, das ist ja unglaublich. Aber er bremst jetzt auch wieder. Sackschrauben, Sackschrauben, ich bin in der Schnellbremsung. Sackschrauben. Ist ja schlimm. Alter, keine Chance. Bremst du überhaupt noch? Das ist eine Schnellbremsung-Zug. Eine Schnellbremsung. Ich dachte, wir kommen wenigstens noch zum Stehen, dass wir den Bahnhof noch mitnehmen. Och, Manu. Komm, wir nehmen den Bahnhof mit. Machen wir es ganz korrekt. Wir haben gerade beim Fahrdienstleiter natürlich nochmal angefragt, dass wir nur bis zurücksetzen dürfen. Keiner gesehen. Alter, Schnellzüge und ich, das ist ja schlimm. Aber es war auch wieder viel zu spät. Und dann habe ich gedacht, gehst du in die Schnellbremsung? Ich glaube, mit der anderen Bremsung hätte ich besser gekriegt. Aber der hat nicht gebremst, Schnellbremsung. Habt ihr gesehen, ne? Das war eine Schnellbremsung. 1 mph weniger. 1 mph weniger. 1 mph weniger. Da kannst du es auch gleich sein lassen. Da brauchst du auch gar keinen Schnellbremsung-Knopf dran machen. Stell dir vor, wir wären jetzt in London Houston gewesen. Da wären wir unten da so reingekachert. Das wäre ein Kopfbahnhof gewesen. Das wäre nicht so gut gekommen. Wir rollen mal ein bisschen zurück. Ich hoffe, das gibt keine Probleme nachher, weil wir jetzt schon vorne über ein Signal gefahren ist. Sind. Das macht TSW ja, was glaube ich, mittlerweile raus hat. So. Und dann kommen wir nämlich ein bisschen mit Verspätung nach London. Das interessiert mich nämlich mal, was passiert, wenn wir mit nach London mit Verspätung kommen. Ob wir da wirklich aufgrund des vollen Fahrplans dann Probleme kriegen. Ey, Sackschrauben, das ist schlimm. Wie kann man denn sowas bauen, auf Schienen lassen? Ja, ich hätte früher bremsen müssen. Britische Schnellzüge und ich. Echt, das ist. So. 15 Meilen sind es danach nur noch, das ist ja echt wenig. So. Wir haben mal zurückgesetzt. Machen wir nochmal Türen auf hier.
vorne. Wenigstens habe ich wieder einen neuen Short. Werden wir wahrscheinlich auch einige unterstellen. Du machst das nur wegen den Shorts! Nein, ich bin einfach so, ich bin wirklich so unfähig. Das wäre ja gut, wenn ich nur so, wenn ich das stellen würde, dass ich so unfähig zu bremsen bin. Aber leider muss ich zugeben, ich bin wirklich so unfähig. Ach, schön. Du kachelst aber auch ganz schön. Hältst du hier nicht? Auch interessant. Das ist doch eigentlich der Regionalexpress, mehr oder weniger. Warum hält denn der hier nicht? Na gut. Schon zu? Sind sie zu? Sie sind zu. Okay, wir können los. Auf geht's. Verspätung von etwa, ich weiß nicht, 5 Minuten oder sowas werden wir jetzt haben. Nein! Was passiert beim letzten Checkpoint? Stehen wir dann wieder da vorne? Das ist wieder eine sehr schöne Chaosfahrt. Ne, wir sind wieder ganz hinten. Das ist doof. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Natürlich habe ich jetzt diesmal perfekt gehalten. Nein, das war der Bot. Ich habe jetzt einfach gerade den Zug hier in Bedford Junction wieder übernommen. Und wir fahren jetzt noch bis London Euston. Und ich glaube, da werde ich ein bisschen besser bremsen, denn das ist ein Kopfbahnhof. Da sollte ich auch besser bremsen. Wäre sonst, endet sonst meistens nicht so gut in Kopfbahnhöfen. So. Türen sind zu. Und dann können wir. Ich habe jetzt genauso zu der Zeit gewartet, wann wir letztes Mal hier ungefähr abgefahren sind. Nur da war halt ein rotes Signal voraus. Muss ich mir also merken, dass TSW das immer noch nicht kann. Wenn man zurücksetzt, dass er dann das die Fahrstraße wieder einstellt wie vorher. So, wir kommen übrigens immer noch nicht los. Warum nicht? Ach ja, weil der Richtungswende auf neutral ist. Daran könnte es liegen. Und jetzt geht's los. Jawohl, wir sollten nicht zu heftig. Stufe 2 reicht. Und 15 Meilen jetzt. Was kann ich doch? 2 Minuten verspätet oder so sind wir jetzt abgefahren. Dann schalten wir mal hoch. 110 haben wir noch. Mal gucken, ob wir jetzt bis London 110 fahren dürfen. Sind immerhin noch 180 km/h, 110 mph. Also. Wo, da hinten dürfen wir wieder 125. Dürfen wir wieder 200. Okay. Ich weiß gar nicht, wie weit wir noch 200 fahren dürfen. Bis kurz vor London Euston. Ich meine. Jetzt sind es 12 Minuten, bis wir da sein sollen. 14 Meilen, 12 Minuten, das ist schon relativ schnell, wenn man überlegt, dass man nach London Euston relativ langsam noch einfährt. Kopfbahnhof ist. Dann fährt man, glaube ich, bis kurz vom Bahnhof relativ schnell. Es sei denn, es kommt was in den Weg, ne? Das kann natürlich auch immer sein, dass uns da noch irgendwas in den Weg fährt. Links von uns ist übrigens auch eine Fahrstraße gestellt. Sehr cool. Ich glaube nicht, dass der uns überholt. Dürfte ein Regionalzug sein. Und ich glaube nicht, dass der 200 fahren darf. Sehen wir den zufällig schon? Nee, ne? Nee. Finde ich cool gefunden. Da kommt noch ein Gegenzug. Sind wir wieder sechsgleisig, links eher für die Regionalexpresszüge, hier eher für die schnellen Züge und ganz rechts für die London Overground, wie wir letzte Folge gefahren sind. Dann ist es auch gar nicht mehr weit, bis wir dann neben der Underground nebenher fahren.
So, gleich 125. Ich meine, wir fahren hier auch gerade so ein bisschen Rush-Hour-Verkehr. Man merkt das auch aus London raus. Natürlich, das ist jetzt eher die Stoßrichtung aus London raus. Da fahren die ganzen Schnellzüge raus. Ich meine, gute Züge, was wir gerade fahren, ist ja kein Regionalverkehr, kein richtiger Pendlerzug eigentlich. Das heißt, da ist das dann nicht ganz so wild mit den Stoßrichtungen. Ich weiß gar nicht, obwohl zwischen Birmingham und London kann man, glaube ich, sogar pendeln, würde ich sagen. Wenn man so einen Schnellzug jeden Tag nimmt. Ich weiß nicht, wie lange man da fährt. Wie lange sind wir jetzt unterwegs gewesen? Wie viel Stunde? Ja gut, da fährt man wahrscheinlich 1,5 Stunden pro Weg. Das ist schon relativ weit. Ich meine, gut, ich fahre auch 1 Stunde zur Arbeit. Wenn ich mit dem Bus fahre, gerne mal 1 Stunde 10, 1 Stunde 20. Wenn ich da nur laufe, manchmal auch 1,5 Stunden. Kommt vor. Pro Weg. Also. Wenn man direkt an den Bahnhöfen wohnt, geht das dann wahrscheinlich. Aber da muss man wahrscheinlich in Birmingham auch noch ein bisschen in die Stadt rein. Und das vergisst man dann ja dann schnell auch dazu zu rechnen. Ich weiß nicht, wie zufällig die britische Bahn ist. Ich habe da auch so von den DAFTA-Mitarbeitern so ein bisschen was gehört. Aber ja, keiner hat sich nur über die Deutsche Bahn aufgeregt. Das fand ich auch ganz gut. Also weil hat so ein bisschen rumgefragt. Und dann generell den Briten, die da waren. Das war ja auch andere Ambassadors da und so. Und dann hatten wir so irgendwie um Eisenbahn kurz unterhalten. Ja, die Briten, britische Eisenbahn haben auch nicht den besten Ruf, aber ob sie jetzt so, ja, so schlecht ist für die Deutschen, keine Ahnung, wie Deutsche Bahn. Das kann ich gar nicht sagen, beziehungsweise es ist ja nicht nur Deutsche Bahn, es ist alle Anbieter eigentlich, weil das Schienennetz doof ist. Das heißt, die Infrastruktur ist nicht ganz so super. So, der Underground und Overground stehen da auch drüben. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie zuverlässig die hier fahren. Ich muss aber sagen, als ich da war, bin ja auch Zug gefahren nach Chatham, Rückfahrt ja sogar Eurostar zurück, da waren die relativ zuverlässig, ne? Aber es kann auch nur Momentaufnahme. Du kannst auch, wenn du Glück hast, am deutschen Bahnhof stehen, ist nicht uns außergewöhnlich. Du kannst auch irgendwie ab und zu mal in Hannover stehen und sagen, mir fährt ja alles pünktlich, was habt ihr eigentlich? Bis auf irgendeine S-Bahn, die ausfällt. Irgendeiner ist immer dabei. Ich weiß gar nicht, habe ich schon mal eine Tafel gesehen, in Hannover, ohne dass irgendwie ein Zug eine extra Benachrichtigung noch an der Seite hat, also Ausfall oder Verspätung oder sowas. Das weiß ich gar nicht, muss ich nicht überlegen. Oh, es wird schöner. Ne, wir kriegen es hier nicht aus, leider. Das ist auch immer schön, wenn man dann nochmal V drücken würde, dass man es auskriegt. Scheibenwischer. Klimaanlage. Wo ist denn hier der Scheibenwischer überhaupt? Drehscheibe. Scheibenwischer. Aus. Aus. Perfekt. Gut, 125 immer noch. 7,6 Meilen noch bis Houston. Und vor uns ist angeblich wieder rote Signale, aber ich glaube dem kein Wort. Das wird gleich wieder umspringen. Was man auch merkt, dass die Suspension hier leicht an Bord ist, ne? Die ist ja jetzt auch drin. Merkt man jetzt gerade hier, wenn man Richtung London fährt, dass es so ein bisschen hinterher wackelt. Das ist gerade relativ realistisch, glaube ich, so. Wenn du hier 200 fährst, vorne im Führerstand, dass es so ein bisschen hinterher wackelt. Müsste ich einen Junkie mal fragen. Aber sonst sieht das relativ realistisch aus für so eine Fahrt mit 200. Ein Güterzug. Ja, ist ja gut, ich hab's gemerkt. Da wollte er, glaube ich, gerade wieder meckern wegen der Bremskurve. Und 105 danach. Regnet tatsächlich immer noch leicht. Irgendwie an der Seite sieht man auch so leicht Regen, sonst auf der Scheibe auch so ein bisschen. Ja. Wollen wir nochmal einen Scheibenwischer anmachen? Nö, geht's ohne, oder? Der leichte Regen. Brauchen wir keinen Scheibenwischer. So, gleich 105, dann 80. Und ich meine, dann geht es schon in den Bahnhof gleich rein. Auf der linken Seite jetzt die Overground-Züge. Schon cool mit dem Gewacke hier.
sind halt alte Schienen, auf denen wir, glaube ich, gerade unterwegs sind hier. Und nicht allzu langsam. Merkt man richtig, ne? Das zwischen Mietenkies und so, da war echt super elegantes Fahren, fand ich. Da hat er nie so wirklich gewackelt oder ich habe nicht drauf geachtet. Aber hier Richtung London, da sind die Schienen dann schon ein bisschen älter vermutlich. Und wir nennen uns den 80. Ich gehe mal schon mal rein, nicht dass er gleich wieder in der Bremskurve meckert. Ich finde aber, der bremst in Stufe 1 genauso stark wie mit der Schnellbremsung. Ich verstehe diesen Zug nicht. Guck mal, der bremst genauso stark wie vorhin, als wir die Schnellbremsung drin hatten. Guck mal, wie schnell er jetzt bremst auf Stufe 3. Ist doch... Wie kann man denn sowas Schnellbremsung nennen? So. Wir sind dann gleich auch in London Euston. Da hinten ist immer noch Halt. Mal gucken, ob wir reinkommen in den Bahnhof. Hier wieder die coole Brücke. Beziehungsweise, die hatte ich noch gar nicht gezeigt. Die habe ich bisher nur bei mir selber, also als ich selber gefahren bin, gesehen. Die erinnert mich so ein bisschen, ist ja so bewohnt, an die alte London Bridge. London Bridge war ja bis, ich glaube, 1800, Ende des 19. Jahrhunderts, 1800 und oder so. Oder war das noch im 20. Jahrhundert? Ich weiß es nicht. Da war ja London Bridge tatsächlich bebaut. Also London Bridge war früher eine bebaute Brücke. Heutzutage ist es ein moderner Bau. Aber früher war das eine bebaute Brücke. Also wo wirklich Häuser draufstehen und so. Total stark. Und daran hat die mich gerade dran erinnert. Gibt, glaube ich, in Deutschland ja auch so eine, ne? Wo, in Bayern, meine ich? Ach, keine Ahnung. So, 50 gleich noch. Und dann nähern wir uns dem Bahnhof. 1,7 Meilen. Und dann fahren wir mit 50 in den Bahnhof rein oder kommt da gleich noch was? Da kommt doch bestimmt gleich noch eine 15 oder so. Kurz vorm Bahnhof. Aus. Die Einfahrt nach Euston sieht halt auch relativ stark aus. Wir fahren ja so über diesen Viadukt drüber. Gefällt mir auch richtig gut. Sehr, sehr cool. Und da hinten kommt noch eine 40. 25 ist die Einfahrt dann. Wir lassen die einfach ein Stückchen rollen. Für die 25 würde ich dann nachher noch ein bisschen bremsen. Wofür auch immer das A steht. Keine Ahnung. Jetzt mal ein bisschen bremsen. Ich wollte eigentlich rausgehen aus der Bremse. So. Und da hinten dürfen wir 125. I doubt it. Ich glaube, das wird nichts. Da ist nämlich der Prellbock, glaube ich, schon. Da haben wir hier ein Durchfahrgleis. Kann mir auch nicht vorstellen. Ist doch eigentlich alles Kopfbahnhof. Ja. Kann doch alles Kopfbahnhof sein. Ich weiß, ich weigere mich gerade, den Scheibenwischer zu nehmen. Ich weiß auch nicht warum. Wir dürfen übrigens nur noch 25. Sehr gut. Schön nochmal einen Kopfbahnhof reingekachelt. Aber da hat er jetzt nicht gewarnt, ne? Vorhin hat doch irgendwie unser Geschwindigkeitsding hier sich gemeldet. Diesmal irgendwie nicht. Gut. Einfach 25. Welcome to London, Euston.
Da wird 125 dann gleich schwer. Warum bremse ich so stark? Willst du hier nicht 10 Kilometer... Alter, Lavan, hör doch mal auf, 10 Kilometer von Prellburg zu bremsen. Nee, komm, da fahre ich noch mal ein bisschen ran. Beide Bremsungen total verhauen? Was war das denn schon wieder für Manöver hier? Fahr. Ich will noch ein bisschen nach vorne. Fahr! Zug! Fahr doch! Ja, ist ja gut. Fahr! Zug! Fahr! Ich glaube, der möchte nicht. Ist das jetzt irgendwie ein Sicherheitssystem, das uns gerade auffällt? Oder ist das jetzt einfach irgendwas anderes? Brake Demand. Okay. Jetzt ist das aus. Vielleicht fährt er jetzt. Ja, okay. Jetzt ist dieses Brake Demand. Ich roll ihn jetzt wirklich bis zum Prellburg vor. So stellt man den schon eher ein. Nicht so wie gerade. Keine Ahnung, warum ich da so voll in der Bremse war auf einmal. So, dann würde ich sagen, wir haben die Erkenntnis gewonnen, dass ich immer noch nicht bremsen kann mit Schnellzügen. Vor allem nicht mit britischen Schnellzügen. Und ihr habt was zu lachen gehabt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Mal gucken, was ich dann fahre. Entweder wieder Deutschland oder US. Könnt ihr auch mal reinschreiben, wie viel Bock ihr auf welche Strecke habt. Ich werde auch alle ein bisschen spielen. Wahrscheinlich wollt ihr eher Deutschland sehen. Aber vielleicht schreibt der ein oder andere auch, Großbritannien gefällt mir auch ganz gut, die Strecke. Dann werde ich die noch ein bisschen zeigen. Ja, oder wir fangen bald mal auch wieder mit den schnellen Spielmachern weiter, obwohl ich da noch in TSW 4 noch ein paar Folgen habe. Ja, mal gucken. Wird ja dann irgendwann in der Schnellspielloop auch mal wieder auftauchen. Oder wir fahren hier noch ein bisschen. Oder bei... Gut, bei Lavan Ray wird natürlich schwierig hier bei dem... Großbritannien. Aber vielleicht fahre ich auch mal eine geliehene 66 nach Großbritannien. Das wäre auch cool, Mutter Lavan Rail. Naja, kann man alles machen. Wir werden es sehen. Bis dahin, macht's gut und tschüss.